Na denn, Gleichung lösen, das Prinzip üben. So, also, ich schreibe eine Aufgabe hin, hier habe ich sie schon hingeschrieben, ihr schreibt die ab und drückt jetzt die Pause-Taste. Ich mache das auch, löst das Ding und ihr seht dann, was rauskommt, dann könnt ihr das vergleichen. Teilweise werde ich es nochmal erklären. Na, habt ihr es so? Gucken wir nochmal. Immer zuerst fragen, was stört? Na, minus 8 stört. Gegenteil dahinter schreiben. Regiestrich schön gerade, senkrecht, plus 8. Okay. Jetzt das Schwarze abschreiben. Ne? X minus 8 ist 5. Ein bisschen Platz lassen, weil wir ja plus 8 auf beiden Seiten dahin schreiben müssen. Jetzt zusammenfassen, X ist 13. So, die nächste Aufgabe könnte heißen, X mal 6 ist, was weiß ich, 36. Ich weiß, was rauskommt, na klar, aber Pause-Taste drücken, selber aufschreiben und ähnlich weiterarbeiten. Na denn. Ja? Also, was stört? Mal 6. Gegenteil durch 6. Hinschreiben, durch 6, wie die Profis teilen, dann kürzen. Ich habe hier mal gekürzt, obwohl 36 durch 6, 6 ist. Okay. Ich drücke jetzt mal Pause, schreibe die nächste Aufgabe ab und ihr könnt ja in der Zeit schon mal nachdenken. So, da steht die Aufgabe. X plus 8 ist 6. Hü. Stur bleiben, Leute. Was stört? Ne? Plus 8. Macht das mal. Und da ihr mit rationalen Zahlen schon umgehen könnt, müsste es klappen. Pause-Taste drücken. Ja, habt ihr minus 2? Nochmal, der Ablauf ist nicht das Problem. Meistens kriegen die Leute Angst. Oh, 6 minus 8, was mache ich bloß? Ganz einfach. Stellt euch vor, bei plus, hier das stille Plus, das brauchen wir ja nicht eigentlich. Bei plus 6 Grad habe ich angefangen, jetzt sinkt die Temperatur nachts um minus 8 Grad ab. Drrrt geht das Thermometer auf minus 2. Gibt es einen Trick? Man kann es zum Beispiel sagen, indem man sagt, warte mal, 8 minus 6. Ich nehme einfach nur die Ziffern, ohne Vorzeichen, ist 2 und welche ist die größere von der Ziffer her, die bestimmt das Vorzeichen. Dann schreibe ich das Vorzeichen hin und dann habe ich es auch. Gut, drüber nachdenken, ich drücke die Pause-Taste und schreibe eine neue Aufgabe auf. Nee, ich habe zwei neue Aufgaben aufgeschrieben. Löst das mal die eine und dann macht das mal genauso stur mit der anderen. Wird euch gefallen. Pause-Taste drücken, abschreiben das Zeug und dann sehen wir uns gleich wieder. Tjo, also die ging leicht, ne? Ist klar, es muss 6 rauskommen. Aber was kommt denn hier raus? Na nu. Leute, ich sagte doch, die Profis, die teilen nicht mit dem Doppelpunkt, sondern die teilen mit dem Bruchstrich. Und das Schicke ist, ich habe sofort das Ergebnis. Ich sage, 4 durch 7 ist 4 Siebtel. Peng. Mal noch so ein Ding. Pause-Taste drücken, ihr denkt nach und dann schreibe ich was, habe ich was hingeschrieben. So, das ist die Aufgabe, sind die Aufgaben. X durch 3, was stört durch 3? Hier stört auch durch 3, ist nicht schlimm. Seid ganz stur, Pause-Taste drücken, selber lösen, dann wieder gucken. Ich mach's auch. Ich habe jetzt mal links diese Zeile weggelassen. Die Zeile, wo ich immer hinschreibe, x durch 3 und dann mal 3. Ich weiß ja sowieso, das kürzt sich raus. Okay, fertig. Geht also schnell. Ne? Gleichung lösen kann ganz schnell gehen. Jetzt zur rechten Seite. Ich habe jetzt wieder das links weggelassen, aber ich habe es hier rechts nochmal hingeschrieben. Das mal gehört immer auf den Bruchstrich, also 2 mal 3 ist 6, 6 Siebtel. Machen wir mal von dieser Sorte noch was und naja, und immer so weiter. So, meine Damen und Herren, jetzt lassen wir mal das x auf der rechten Seite stehen. Es kann nämlich auch heißen, Ergebnis ist gleich x. Das ist unser Ziel. Lasst das x immer da, wo es ist. Also, besser geht's nicht. Man darf sagen, Ergebnis ist gleich x oder x ist gleich Ergebnis. Also deswegen, lasst das da, wo es ist und dann werden wir sehen. So, Pause-Taste drücken und ihr macht das, ich mach's auch. Ach so, übrigens, ich mach das mal in hellblau, guckt mal hier. Hier steht ein stilles Mal. Wenn ich sage 7 Äpfel, dann sage ich auch nicht 7 mal einen Apfel. Und so sagt man auch nicht unbedingt zu x mal 7. Okay, da ist es klar, x 7 geht nicht. Aber 7 mal x sagt man nicht, da sagt man gerne 7x. Also hier steht ein stilles Mal. Das heißt, was stört? Hier stört auch mal 7. Hm? Mal 7 stört hier. Pause-Taste. Er muss ja so rauskommen. Ne? Jetzt habe ich schon mittlerweile die Zwischenzeile weggelassen. Wer das anders möchte, der schreibt lieber die Zeile nochmal hin hier. Ich sagte doch immer, hier schwarz nochmal abschreiben. Ne? Die Gleichung nochmal schwarz abschreiben und dann das andere, meinetwegen mit anderer Farbe tun.
Aber irgendwann werdet ihr zum Profi und das wird dann immer leichter werden für euch. Also dann lässt man die, ich sag gerne Zwischenzeile dazu, lässt man dann auch weg. Hier störte mal 7, ganz deutlich. Hier störte aber auch das stille Mal, vergessen viele. Mal 7. Ich darf nämlich die Aufgabe auch umdrehen, ne? X mal 7 ist das gleiche wie 7 mal x. Und kurz gesagt, 7 mal x ist 7x. Daher stört hier das mal 7 und Gegenteil hinschreiben und dann machen. Auf beiden Seiten. Hier, damit die 7 verschwindet und hier natürlich auch. Sonst würde was Blödes rauskommen. Ich denke mal, für diese einfachen Aufgaben können wir das sein lassen. Wer will, der kann ja dann nochmal drunter schreiben, ob es noch was anderes gibt. Ich werde jetzt erstmal hier. Na doch, ein kleines Ding mache ich noch. Ein Prinzip, aber ich verlinke mal sicherheitshalber zu dem offizielleren, offiziellen, zu dem Unterrichtsmitschnitt. Also da den Link beachten, dann kann man auch schon mal weiterarbeiten in der Zeit, wo ich dann immer diese Kurzkurse dargestellt habe. Ich hoffe, euch hilft das Übungsvideo. Ich wünsche euch viel Glück dabei auch in Arbeiten. Man wird dann plötzlich zum Profi und ist ganz stolz.